I'm still fucking up all the time. But look, try to me. I know I'm not the only one. Go ahead, talk. Was geht auf YouTube? Pascal ist zu Bodybuilding in the building. Und es ist Montagmorgen und wir haben ein hartes Umzugswochenende hinter uns. Ihr seht also eine neue Kulisse. Das ist unsere neue Wohnung, Haushälfte. Wir haben so ein Reihenhaus zur Miete, was wir jetzt beziehen. Und es war einfach ein langes, hartes Wochenende mit Umziehen. Also stehen überall noch so Kartons rum. Es stehen auch Sachen rum, die ich wegfahren muss. In den Müll. Es gibt unendlich viel zu tun. Aber wir sind auch 1,5 Wochen out von meinem nächsten Wettkampf. 2 Wochen. Er ist nicht diese Woche, sondern die Woche drauf, Freitag. Das heißt, diese Woche ist die schwerste Woche. Nächste Woche ist die Taper-Woche. Und wir müssen mal sehen, was da noch so drin ist. Denn, wie gesagt, der Umzug war sehr anstrengend. Aber wir müssen trotzdem das Training reinbekommen. Ich habe 2 Trainingstage geskippt. Am Freitag und Samstag, weil wir von Samstag, Sonntag, Freitag umgezogen sind. Vorbereitung, Nachbereitung. Wenn man Kinder hat, wird das auch echt viel. Ich bin ja vorher immer als, ja, einzelne Person umgezogen, da hat das so alles in ein Auto gepasst. Aber jetzt, naja, ich würde eigentlich schon ganz gerne jetzt ins Training, aber ich muss erstmal noch ein paar Dinge erledigen. Da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Iniciamos la información en el norte del condado. Un joven de 17 años fallece en Oceanside tras ser baleado en el vecindario de Crown Heights, en donde tan solo la semana pasada se suscitó otra balacera. Ocurrió el domingo en la madrugada en la calle Grant, mientras la joven víctima se encontraba en casa de su tía. Autoridades atribuyen la muerte como... Das, was ihr da gerade alles seht, ist Müll. Der muss jetzt ins Auto und dann muss er zum Recyclinghof. Denn wir recyceln jetzt. Un homicidio relacionado a la violencia pandillera, pero los que lo conocían dicen que el joven no era pandillero. Hier sieht es auch noch chaotisch aus. Über diesen Ort wollen wir gar nicht reden. Plus, morgen hat sich eine Spedition angemeldet, mir meinen ganzen Gymkram zu bringen. Ich habe noch einen großen Cage, ich habe noch eine Belt Squad, die hier reinkommt. Ich habe noch Boden, der zu verlegen ist und der kommt morgen. Das bedeutet Umzug, Gymumzug, alles in einer Woche plus noch die letzte Trainingswoche. Könnte ein bisschen schwierig werden. Stell dir vor, dieser Becher hält genau die Menge an Trainingsstress gut aus, die du brauchst, um Anpassungen zu machen. Das bedeutet, du fängst an zu trainieren. Und kippst da jetzt entsprechend Volumen rein. Training, 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 bis du an den oberen Rand kommst. Was du jetzt tun solltest, ist abtrinken. Bevor du wieder nachkippst. Weil wenn das nicht passiert, passiert das hier. Es läuft über. Das bedeutet, du solltest nie mehr Wasser in deinen Becher kippen, als du abtrinken kannst. Und zum Ende deiner Powerlifting-Wettkampf-Vorbereitung ist dein Becher sowieso voll. Das bedeutet, du solltest eigentlich damit beschäftigt sein, abzutrinken. Und was jetzt ein Umzug macht oder 1,5 Umzüge in einer Woche vor dem Wettkampf, ist ungefähr das hier. Und all das, was hier gerade nebenher runtergefallen ist, das sind deine Ellbogenschmerzen, das sind deine Latzerrungen, das sind deine Knieschmerzen, das sind deine stechenden Quads, das sind deine Rückenschmerzen. Okay, ich denke, es ist klar geworden. Du versuchst dich ja im Peking, ich sag mal, in deiner Belastung, in der Belastung deines Körpers zu steigern und dann diese insgesamte Belastung wieder abfallen zu lassen in den letzten Wochen, sodass deine Fitness steigt und dann später deine Ermüdung abfällt. Und was ich jetzt mache, ist halt, ich ermüde mich, ermüde mich, ermüde mich und dann werfe ich noch den Umzug hinten rein und dann gehe ich zum Wettkampf. Perfekt halt. Mein Name ist übrigens Buri Jäuger, ich bin der Coach von Juri Beuger und ich empfehle solch Verhalten natürlich nicht eine Woche out, aber es gehen nun mal auch manchmal Dinge vor und da dieser Sport ein Sport ist, den wir auf lange Sicht ausführen wollen, sollten wir natürlich stets darum bemüht sein, ein ausgeglichenes Verhältnis in unserer Familie und in unseren sozialen Umständen zu finden, damit wir auf lange Sicht adhärent in diesem Sport bleiben können. So ist ein Umzug nun mal für dein sozioökonomisches Umfeld wichtiger als ein Powerlifting-Wettkampf. Liebe Grüße, Kappa. Also diese Pakete müssen auch noch mit. Das sind Bestellungen, die ihr am Samstag und Sonntag in meinem Webshop getätigt habt. Wir haben Hoodies, wir haben T-Shirts, wir haben Pullover, wir haben Handtücher, mit denen man Dreck wegmachen kann, wie den, den ich da gerade veranstaltet habe. Schaut euch einfach mal auf www.kilo4kilo.de um. Und Trommelwirbel, ihr werdet jetzt meine Mitarbeiterin sehen. Das ist meine Schwester und meine Versandmitarbeiterin, Saskia.
in Szene gesetzt von ihrer Tochter. Das hier wurde hier übrigens auch von einem Kind gemalt und das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen beunruhigend, wenn man überlegt, dass hier drüber direkter Blick in den Wald ist und vielleicht wurde das ja, also könnte man das vielleicht draußen zwischen den Bäumen. Been down for my city my whole life. Been down for my city my whole life. First we pray. Said that first we pray. Then we pray. Mit den Mitarbeitern von der Post bin ich voll gut. Kenne ich jetzt schon von lange. Die haben mir auch alles mitbekommen, als ich ein Paket hingebracht habe, dann zwei, dann vier, dann acht und jetzt 25. Das meiste, was ich einmal hingebracht habe, waren glaube ich 200 auf einmal. Aber über den Hintereingang. Müll haben wir weggebracht und auch alles andere schon erledigt. Das heißt noch was, a sudden quest appeared und zwar habe ich von Simple Products im Auto gerade noch eine Bank, die heute geliefert wurde. Die will ich also noch aufbauen, bevor ich selber trainiere nachher. Aber vorher muss ich jetzt hier nochmal im Haus ein paar Sachen abbauen, die noch weg müssen. Also die Gardinenstangen, mehr ist es eigentlich nicht. Der Rest müsste jetzt komplett leer sein. Einmal durchfegen and it's a wrap. Richtig geiles Gefühl. Wir stehen jetzt hier im alten Schlafzimmer. Und das Geile ist hier, mit der Wohnungsgesellschaft, mit der wir wohnen, ist es so, dass du halt bei Auszug nichts weiter machen musst, außer ausziehen und es sauber zu hinterlassen halbwegs. Das bedeutet kein Renovieren, kein Streichen und all so ein Krams, was es richtig angenehm macht, auszuziehen. Denn wenn man jetzt hier nochmal durchstreichen und renovieren müsste, Bruder, da müsste ich aber dringend los. Ich meine, viele interessiert das ja. Das hier sind jetzt 80 Quadratmeter gewesen. Hier war Lianas Zimmer. Hier war Schlafzimmer und Büro. Hier ist Badezimmer. Gut, ihr könnt gar nicht sehen und ich habe auch kein Licht mehr. RIP, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Badewanne vorhanden und so, dies, das. Wohnzimmer mit Terrasse, Einbauküche. Und der Spaß hat 820 Euro gekostet im Monat. Warm und ist auch so eine Flat-Miete. Das bedeutet, du zahlst keine Abschlussrechnung am Ende des Jahres oder so, sondern du kannst halt flat Warmwasser Abflusswasser nutzen, also auch heizen. Ist übrigens hier auch überall Bodenheizung gewesen. Das ist halt echt günstig und auch eine nice Sache, wenn du am Ende des Jahres, also in Hamburg hatten wir zum Beispiel am Ende des Jahres, nachdem wir dort ein Jahr gemietet haben, eine Nachzahlung, die wir leisten mussten von knapp 1000 Euro. Das tut schon richtig weh, eine 13. Monatsmiete bezahlen zu müssen. Das muss man hier halt nicht, also richtig nice. Nachdem wir jetzt ausziehen, wird aber die Miete hier angehoben auf, ich glaube, 950 Euro. Und das Haus, in dem wir mieten, kostet 1029 Euro. Genau dieselben Konditionen. Wer auch leider ausziehen muss, ist der Nissemann. Der Nissemann hat hier gewohnt. Und der Nissemann, das ist so ein dänischer Brauch. Ich kenne mich da nicht genau aus. Aber zur Adventszeit kriegt Liana dann immer hier Adventskalendergeschenk hier auf den Boden. Und dann hat der Nissemann das gebracht in der Nacht. Ihr wisst, wie es läuft. Da sitzt man ganz gemütlich bei Subway. Da ruft mich meine Freundin an, dass sie bei Lidl steht und ihr Portemonnaie vergessen hat an der Kasse. Papa kommt und bezahlt natürlich. An der Stelle, mein Trainingsprogramm gibt es aktuell noch reduziert für 55 Euro im Neujahrs-Sale. Papa. Ain't no telling what's gonna transpire. Came up off a small hand. RSVP on my dogs when I make it to the promised land. Everything been G in the streets to the old days come again. Gotta pray for safety when I leave the house cause I can't pretend. That back in the day was a trip. Vehicle stop where you live. Park right in front of your crib. Wait for the boy. Catching the words is a promise with respect that just how it. Okay, was ihr hier seht, ist die SQ 360 Pro Club Multifunktionsbank. Ich hatte ja hier noch keine Schrägbank und brauche eine, deswegen habe ich jetzt eine. Let's go. Yes,
Tiffany struck and you felt like your blessing was up. Gotta stay at a horse way. When it comes to you, what you do, always take it in the wrong way. 10 times out of 10, gotta prove that you end up with a long day. Fighting for my life, almost like being a kid is an upgrade. But I love it and receive the blessing above it and beyond no question. I'm thankful for life and the lesson. I took a good. Okay, da ist das Ding. Ich habe jetzt ein paar, also ich muss sagen, es ist ein bisschen plünnig. Und genau deswegen habe ich auch ein bisschen länger beim Aufbau gebraucht, weil ich nicht geglaubt habe, dass diese Technologie so funktionieren soll. Wenn sie flach ist, ist hier eine riesen Lücke. Guck mal, wie groß jetzt die Lücke ist. Und wenn jetzt das andere noch fallen würde, wäre die Lücke umso größer. Generell plünnig, wenn du mal schaust. Wackelig, schief. Und ich habe es wirklich fest gemacht. Also so fest, dass es ein bisschen Spiel ist, dass du es halt bewegen kannst. Aber es sieht einfach auch schief aus. Naja, was willst du erwarten? Aber ansonsten eigentlich, ich habe dir gerade ein bisschen Probe gelegen. Liegen fühlt sie sich richtig geil an, also richtig gut. Und da muss ich sagen, für das Geld ist das schon okay. Ich glaube, die kostet 250 Euro. Stabil ist sie auch, aber halt, man kann halt auch 1000 Euro für eine Schrägbank ausgeben bei Rogue oder so. Und vielleicht lohnt sich das auch auf lange Sicht. Daneben ist übrigens auch noch, ich glaube, die 320 Flat. Die ist richtig geil, das ist eine richtig geile Flachbank. Und für alle, die mir immer schreiben, ich habe ein Home Gym, ich will dies, das, ich will das, was ist besser, dies oder das, ich habe keine Ahnung. Ich kaufe einfach irgendwas. Ich habe keine Ahnung und auch keine Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin nicht der Profi auf dem Feld. Ich probiere halt aus. Wenn es Müll ist, dann habe ich halt Pech gehabt, so wie jeder andere halt auch. Na, natürlich versuche ich mich so gut wie möglich zu informieren, aber nur weil ich ein paar Sachen hier habe und YouTube-Videos mache, heißt nicht, dass ich ein Experte im Bereich Home Gym bin. Also frag mich da nicht, ich habe da keine Ahnung von. Morgen kommen ja übrigens noch die anderen Geräte, das werdet ihr aber im nächsten Video sehen. Es wird jetzt Zeit für mich nach Hause zu gehen, ein bisschen Sachen zu packen und dann wieder herzukommen, um zu trainieren. Let's go. Putz ich. Kriegen Küssi? Nein, mit von Putzen. Darf ich keine Küssis haben? Beim Putzen darfst du keine Küssis haben? Bitte. Nein. Bitte. Nein. Fast in my time on this earth was a question. The faith if I had any lesson, I wouldn't have been where I'm at now. Thank God where I'm at now. To the lead that was passed down. Gotta be and succeed over all the energy that was passed around. Been down my city my whole life. Been down my city my whole life. Yo, habt ihr das mitbekommen? 6 Minuten, um meine Skis zu ziehen. Entweder sind über den Umzug meine Waden hart gewachsen, meine Sleeves geschrumpft oder diese Welt, sie macht einfach gar keinen Sinn heute. Pascal, das ist ganz leicht erklärt. Zum einen hast du am Wochenende sehr viel gestanden. Du warst sehr viel auf den Beinen, du warst sehr aktiv. Zum anderen hast du auch sehr viel gegessen. So hast du sicherlich etwas mehr Wasser eingespeichert. Und da du so viel gestanden hast, überwiegend an den Waden. At first we pray, then we ride, then we ride, then we ride. Oh, ich habe gerade nochmal geschrien, als ich die oben hatte, weil ich mich geärgert habe, dass ich im Loch ein bisschen gezögert habe. Ich war unten einfach ein bisschen zu zögerlich, im Umkehrpunkt gegen das Gewicht zu schieben. Ich weiß nicht warum, es kommt einfach so. Ich denke wirklich nach, während ich runtergehe. Und das muss ich alles versuchen wegzuschalten. Aber es ist halt jetzt auch einfach ein ereignisreiches Wochenende hinter mir und so. Es ist halt nun mal so, ne? Also ich bin jetzt nicht böse oder so. Dafür ist das Ergebnis mega krass geil. Das ist ein neuer Trainings-PR. 277,5 im Training habe ich noch nie gemacht. Ich glaube 275 war mal das Schwerste, aber da habe ich auch weit über 100 Kilo gewogen. Ja, weit vielleicht nicht, aber über 100. Heute Morgen übrigens 94 flat. Also das Umzugswochenende hat auch ein paar Kilos von mir genommen. Und für die Umstände ist das halt ein ziemlich gutes Ergebnis. Ne? Ich habe jetzt ein Single gebeugt mit 260 Kilo, noch 3 Reps im Tank und ein Single mit 277,5 Kilo mit noch 1 bis 2 im Tank, 1,5 im Tank.
habe ich reingeschrieben ins Tool. Das ist ein gutes Ergebnis. Ich bin damit völlig zufrieden. Es ist sogar ein bisschen schwerer, als ich hätte eigentlich wollen. Ich wollte eigentlich 2,75, aber ich hatte Bock, heute zu ballern. Und der Sprung von 2,60 auf 2,77 ist für mich auch ein bisschen ungewöhnlich. Da hätten wir eigentlich einen kleineren haben können. Aber scheiß drauf. Ich bin eigentlich voll zufrieden mit dem, was ich gerade bekommen habe für die Umstände. Und wir machen jetzt Back auf 220. Wird 2x4 noch. Dann machen wir Bankdrücken auch nochmal einen schweren Single. Aber kann sein, dass ich mich jetzt schon gegrillt habe für den. Let's go. Okay, beim Beugen bin ich durch und das ist auch gut jetzt. Witzigerweise habe ich irgendwie Dampf für eine Rap, auch noch vielleicht für vier. Ist eigentlich ein bisschen weird. Warum ist diese linke Sleeve kleiner als die rechte? Oder mein linkes Knie und Waden sind dicker als die rechten? Ich weiß es nicht. Das war im Übrigen das letzte Mal schweres Beugen in dieser Prep. Ich beuge zwar noch zweimal, einmal Safety Squat Bar Squats und einmal normales Beugen, allerdings wesentlich leichter. Und zwar Freitag die Safety Squat Bar Beugen oder Samstag. Und am nächsten Montag dann nochmal normales Kniebeugen, allerdings muss ich mal einen Plan schauen. Leichter auf jeden Fall. Also eingeplant habe ich mir für nächste Woche Montag sogar nochmal meinen Opener zu beugen. Das wird mir allerdings wahrscheinlich zu schwer sein. Und wenn man jetzt die ganzen Sachen, so den Kontext noch in Betracht zieht, wäre das, glaube ich, zu... Ist mir das ein zu großes Risiko, so nah am Wettkampf nochmal so schwer zu beugen, denke ich, werde da einen Single machen zu 3,5 oder so, also so 5 bis 10 Kilo unter meinem Opener. Das sollte besser sein und noch ein bisschen Backoff-Volumen, um halt in der Übung zu bleiben. Okay, als nächstes stehen für mich auf der Bank 2 Singles an, einmal mit 2,5 noch im Tank und noch einmal mit 2 im Tank. Das bedeutet, ich suche mir ein Gewicht. Mit eben noch 2 im Tank, 2 Reps im Tank. Also ich denke mal so im Bereich 170 würde ich mich drüber freuen, wenn drüber noch besser. Und dann gehe ich davon so 5 bis 7,5 Kilo runter, das ist dann mein 2,5er. Und dann 5 bis 7 mehr ist dann mein 2er. Also würde ich sagen, erstmal im Bereich 165 arbeiten. Let's go. Gotta stay on your B's and Q's at all times. Zap ein, zap auf, set dein Körper von deinem Kreis. Weil du kannst noch nicht mal was dafür. Zähl den Körper zur Rollenhöhe, ich bin es, ihr seid nicht mehr sicher vor der Tür. Ich schwänge mein Kopf und ich werde nach Teil des Mittel reißen, und auch schon hier. Okay, hier beim Bankdrücken hat sich jetzt die Ermüdung am meisten gezeigt. 172,5 waren schon viel zu schwer und wir sind insgesamt wesentlich schwerer, als wir hätten sollen heute. Aber gut, ich setze jetzt wirklich viel auf das Taper bis zum Wettkampf hin, also das leichtere Training, um mich zu erholen und dann auch mal ordentliche Werte bei der Bank zu bekommen. Ich sag mal so, die Bank, bei mir zumindest, leidet sehr schnell, wenn ich so stark ermüdet bin oder halt durch so Sachen wie Extraermüdung, Umzug, ne, das Wasser, was da außen drüber kippt oder das Taschentuch, was ins Wasser reingeballert wird. die erholt sich allerdings auch wieder schnell. Ne? Es geht im Grunde aber alles darauf zurück, dass ich mir am Anfang des Blocks meine Brust gezerrt habe bei den Blockpulls, was ich einfach nicht auskuriert habe und einfach immer wieder drauf trainiert habe, wenn auch insgesamt ein bisschen leichter. Ja, und das holt mich natürlich dann irgendwo auch ein. Ne? Ist halt nicht die beste Entscheidung gewesen, aber ich habe mich nur mal dafür entschieden. Und ich freue mich, wenn der Wettkampf durch ist, da wieder voll Erholung reinbringen zu können und mal eine längere Zeit gar keine Wettkampfbench zu machen. Das wird geil, weil ich hasse Menschen gerade. Aber Pascal, Spezifität ist im Powerlifting am wichtigsten. Deswegen wird deine Competition Bench drinnen bleiben. Halt die Fresse, Buri. Seht ihr, das ist Ignoranz. Und deswegen wird Pascal auch kein guter Powerlifter werden. Das hier ist Kreuzheben und kein Sumo-Schatz. Came up, I was bumping pot. Street fights at night, we were sipping out E on a 100 block. Cortisac kicking back with a pack of dominoes at the 1 o'clock. Late night, summertime, I was hearing whoop whoop and it never stopped. Cause back in the day, was so active. The way your hood up in traffic, neighborhood music turned classic. Measure was drastic, bury my pain in the casket. Had to be down for the test if you wasn't, you facing no masking. Knew that we did, could it be simply wiped with a napkin? What am I asking? How do I prosper and cash in? When the heat is applied now. Keep my eyes to the sky, think about on the street where you lie down.
Every time I ride, I would pray for security in mind now. Putting in that work come first, but in turn you gon' find out. Blessed I sold in the scrutiny, cup and say, was that it true to me? Sprung out the soil so beautifully, honestly. So, jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen in das Training von Pascal. Ich bin echt trash. Es ist 20 Uhr jetzt mittlerweile. Ich muss noch dick was essen. Ich hatte heute ja das Sub und heute Morgen Protein Pancake. Den habt ihr nicht gesehen. Ein weiteres Training von 1 Million Trainings ist auf der Bank. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wer nicht trainiert, der verliert. Ich hoffe, dass sich jetzt schnell alles normalisiert, dass ich wieder in meinen Rhythmus reinfinde und regelmäßig auch Videos machen kann. Ich habe auch Bock, wieder Technik-Check-Videos und so weiter zu machen. Plus, ich wollte echt viele Dinge. Da steht im Übrigen auch ein Greenscreen neuer. Und ich wollte regelmäßig mal streamen, einmal in der Woche, wo wir so Fragerunden machen oder auch mal YouTube-Videos reacten und all so ein Spielkram. So viel vor, so wenig Zeit. Das soll es das Video gewesen sein. Passt gut zu checken, auf, wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, der Progress, mein Trainingsprogramm ist immer noch im Sale. Neuer Sale, 55 Euro, wenn ihr seht, wie mein Training hier läuft. Blag, damit könnt ihr euch euer Training zusammenbasteln. Videos mit drin, mit Anleitungen und allem drum und dran. Mein Tool, was ich nutze. Mein Trainingsplan ist auch aus diesem Programm. Alles, was man braucht, wenn man stark werden will. Und Muskeln aufbauen will. Und fit werden will. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt gut zu checken, auf. Peace, bro. Drop the mic. Plotting on ways that we can make a million. Whoa, yeah. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.